Ja, und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde. Hier ist Legion MSLP natürlich nur für euch und heute präsentiere ich euch einfach mal meine Top-Platzierungen von Einreiseverboten für irgendwelche Stars. Ob sie wichtig sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit der unwichtigsten Person überhaupt an, nämlich Paris Hilton und die Macht der Drogen. Schon des Öfteren wurde unsere talentierte Miss Hilton mit ein bisschen Need for Speed erwischt. Dies war für die Japaner schon Grund genug gewesen, ihr die komplette Einreise ins Land zu verbieten. Tja, da kommt selbst ihr heißgeliebter Hund nicht mehr in die Pfanne. Jetzt geht's ab nach Sri Lanka, denn Sri Lanka braucht keine Bitches. Der Mega-Hit Sexy Bitch vom Rapper Akon und seinen heißgeliebten Kumpel David Guetta kam in Sri Lanka nicht ganz so heiß an wie bei uns. Ist ein bisschen Haut wirklich so schlimm? Ich hoffe natürlich nicht. Jetzt gehen wir aber erstmal weg von Sri Lanka und widmen uns einfach mal den Philippinen, denn Witze macht man dort nicht so gerne. Der Schauspieler Alec Baldwin musste auf ziemlich unangenehme Art und Weise erfahren, dass die Philippinen keine Witze mögen, wenn es darum geht, sich über ihre Models lustig zu machen. Selbst eine Entschuldigung brachte keine Einreiseerlaubnis wieder mit sich. Deswegen, philippinische Frauen sind natürlich von Natur aus heiß. Merkt es euch, keine Witze machen über diese Frauen. So, jetzt geht es aber auch erstmal ab nach China, denn Sängerin Björk, wer auch immer das ist, wird eine Lehre daraus gezogen haben, dass man in China nicht zu oft auf Hilfe hinweisen sollte. Ihre Bitte, Tibet zu helfen, brachte ihr auf ihrem eigenen Konzert nur ein Einreiseverbot. Und da natürlich die Chinesen nicht stillhalten können, gab es sogar ein zweites Verbot, nämlich für einen ziemlich bekannten Schauspieler. Der Kampf zwischen Tibet und China geht weiter. Für seinen Film 7 Jahre in Tibet musste Angelinas Liebling Brad Pitt leider Gottes auch ein lebenslanges Einreiseverbot hinnehmen. Pech gehabt. Und ha! Wer hätte damit gerechnet, die Asiaten schlagen natürlich wieder zurück. 2006 verhingen die Japaner ebenfalls ein Einreiseverbot für unseren heißgeliebten Rapper Jay-Z, denn vulgäre Texte sind nicht jedermanns Geschmack. Penis! Und auch beim nächsten Star habe ich mich sogar schon fast bepisst vor Lachen, Schlitzis Ade. Miley Cyrus wird sich nämlich in Zukunft überlegen, ob Grimassen ziehen immer gut ist, wenn man die Aufmerksamkeit eines Weltstars genießt. Die Veröffentlichung eines Fotos, auf dem Miley Cyrus eine Schlitzaugengrimasse zieht, kam in China nicht ganz so gut an. Einreiseverbot, oh yeah. Jetzt geht es aber mal um die Gerechtigkeit für Rihanna. Rihanna, Under My Umbrella. Nachdem Chris Brown Rihanna ziemlich verdroschen hat, dachte sich das Vereinigte Königreich direkt einmal, den lassen wir nicht mehr hier rein. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Und jetzt heißt es zum allerletzten Mal Doggy Style. Durch seine Zeit als grasrauchender Rapper setzte Snoop Dogg direkt einen Maßstab in Sachen Einreiseverbot. Australien, England, Norwegen und die Niederlande? Naja, egal, fing ein dopes Verbot für Snoop Doggy Dogg. Alle Länder bis auf Norwegen knickten aber noch ein und erließen die Strafe. Woran das wohl lag?